Gut, dafür ist die Öffnung jetzt auch genau. S-Terrakotta-Köpfe gar nicht reinkriegen. Du nur hier. Okay. Weicht man hier eine von oben und Äste zwischen 2 und 4 cm. Dafür nehme ich dann die zweite Kammer. Okay. Und zum Reinigen durch diese einen Schrauben. Oh, ja. Und kann die ganze Block einmal rausnehmen. Oh, oh. Und von unten her schon reinigen. Unser Fix und Fertig. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, mit dem Vertifalhalter habe ich die Schiene diagonal eingespannt, weil jetzt liegt die Schneide des Vogelzahns waagerecht und ich kann mit waagerechtem Pfeilhieb exakt den Schärfwinkel herstellen. Dann wende ich das Blatt und mache die andere Seite genauso. Und dadurch habe ich beide Seiten gleich. Und es gibt keinen Grund, in dieser Form besonders stark nach links oder rechts zu drücken. Ich teile hier in den Vogelzahn hinein und damit habe ich die Hauptschärfwinkel, die wir kennen, ungleiche Schärfwinkel, Vorhänger oder Rückhänger eliminiert. Quasi die Mutter, die Sie von einer normalen Säge her kennen. Und zusätzlich ein Schrauben.